Amerikas weiter Westen. In den Prärien von Kansas zogen im 19. Jahrhundert die Pioniere westwärts durch den noch ursprünglichen Kontinent. Heute führt eine Reise entlang der Trails von damals tief in das Herz Amerikas, zu alten und neuen Mythen des Wilden Westens. In Pelzhändlerposten wie Fort Osage begannen einst die Tracks auf dem legendären Santa Fe Trail. Hier am Missouri River lag um 1800 die Westgrenze der jungen USA. Mit Raddampfern wurden die Waren aus New Orleans angeliefert. Vom Fort brachen die Händler dann zu den mexikanischen Kolonien im Südwesten auf, denn dort winkten hohe Profite. Der gut 1500 Kilometer lange Santa Fe Trail wurde für 60 Jahre die wichtigste Handelsroute in den Westen Amerikas und steht heute als historischer Pfad unter Denkmalschutz. In Schutzgebieten wie den Flint Hills im Herzen von Kansas ist die typische Prärievegetation entlang des einstigen Trails sogar noch ganz ursprünglich erhalten. Über einen halben Meter hoch wachsen in der Tallgrass Prairie National Preserve die Gräser und Wildblumen der Prärien. Extrem nahrhafte Pflanzen, erfährt man von den Parkrangers. Pflanzen, die früher das Überleben von Millionen Bisons in den weiten Ebenen sicherten. Bisons hatten die meisten der Pioniere wohl noch nie gesehen. Und auch ein anderes Phänomen der Prärien war ihnen neu. Tornados. Im Nationalen Sturmzentrum von Oklahoma verfolgen Forscher die Entstehung dieser Windhosen beim Zusammenprall von kalten und warmen Luftmassen. Manchmal fahren sie mit ihren Messwagen sogar mitten hinein in die Wind- und Hagelstürme. Im mittleren Westen der USA gibt es die schwersten Gewitter weltweit. Stürme mit Hagel von 12 bis 14 Zentimetern Durchmesser und Tornados mit Windgeschwindigkeiten von 300 Kilometern in der Stunde. Die meisten Tracks, die im Frühjahr durch die Prärien zogen, sahen wohl zumindest einmal einen Tornado. Bei Regenstürmen können Reisende auf dem Santa Fe Trail heute wie damals im Hays House Unterschlupf finden. Und einen guten Bisonburger serviert das älteste Restaurant westlich des Mississippi noch immer. Das Städtchen Council Grove besaß für die Händler mit ihren Planwagenzügen besondere Bedeutung. Hier betraten sie das Land der Kansa-Indianer, der stolzen Wächter der Prärien. Anfangs zahlten die Händler vertraglich festgelegte Maut an die Indianer. Später wurden die Kansa wie viele andere Stämme in Reservate umgesiedelt. In Council Grove erinnert nur eine alte Internatsschule an sie. Wirklich filmreif setzt sich die US-Kavallerie entlang des Santa Fe Trails in Szene. Etwa im perfekt restaurierten Fort Larned in Kansas aus der Zeit um 1860. Immer wieder entdeckt man solch liebevoll bewahrte Zeugen der Pionierzeit entlang des alten Pfades. Ganz neu sind dagegen die Schilder, die heute die historische Route markieren. Die Händler damals mussten sich mit ihren Ochsengespannen noch mühsam den Weg durch die weite Prärie suchen. Nur 12 bis 15 Meilen schafften sie pro Tag. Mittlerweile ist der größte Teil des ursprünglichen Graslandes längst zu Feldern umgepflügt. Sojabohnen werden angebaut, aber auch viel Mais und Weizen. Doch die Prärien wären nicht vorstellbar ohne Rinder. Wochenlang waren die Cowboys früher hier mit ihren Longhorn-Stieren unterwegs, um sie zum Verkauf nach Dodge City zu treiben. Auf der Moore Ranch im Südwesten von Kansas werden solche Viehtriebe für Touristen nachgestellt. Reichlich Cowboy-Romantik inklusive.
Nach einem anstrengenden Tag im Sattel darf ein zünftiges Camp nicht fehlen. Nancy Moore und ihr Mann Joe kümmern sich mit der traditionellen Gastfreundschaft der Prärien um ihre Gäste und freuen sich, wenn sich Greenhorn-Cowboys für ihren Lebensstil begeistern. Ganz traditionell über dem Campfeuer zubereitet, schmeckt das Fleisch besonders gut. Nancy hat Erfahrung und weiß, wie sogar Kartoffelgratin in den glühenden Kohlen des Feuers gelingt. Nach dem Dinner wird es dann Zeit für die hausgemachte Abendunterhaltung. Und da kommt man dann dem Cowboy-Feeling bei einem Viehtrieb von einst inmitten der weiten, einsamen Prärie schon ganz nahe. Preiswerte Motels oder kleine Hotels finden Sie auch ohne Vorausbuchung reichlich entlang der Route. Besonders hübsch sind die Unterkünfte am Ziel in Santa Fe. Wie das Las Palomas sind dort viele Hotels und Bed and Breakfast Inns in Lehmhäusern aus der Kolonialzeit untergebracht. Unterwegs entdeckt man aber auch besondere Unterkünfte, wie etwa die urige Spahn Ranch, auf der ein deutsches Ehepaar sehr gepflegte Zimmer vermietet und auf dem Gelände Bisons züchtet. Western-Erlebnisse gibt es aber auch so reichlich. Viehtriebe ebenso wie abendliche Planwagentouren mit viel Pionierflair in die Weiten der Prärie. Mit Pionierflair kann auch Dodge City dienen. Damals in den Zeiten der rauchenden Colts sorgte hier der legendäre Marshal Wyatt Earp für Ordnung. Was bestimmt nötig war, wenn die Cowboys nach ihren Viehtrieben zum Feiern in die Saloons kamen. Vor dem historischen Long Branch Saloon wird auch heute noch jeden Abend geschossen. Zur Freude der Besucher. Drinnen in der originalen Whiskey Bar bezirzt die filmberühmte Miss Kitty aus Dodge City die Gäste. Die Cowboys damals kamen aber wohl vor allem wegen der Kankan-Girls. Schließlich gab es weibliche Formen im Wilden Westen nicht häufig zu sehen. Nach Dodge City teilt sich der Trail. Die Cimarron-Route ist kürzer. Doch an der Mountain-Route durch Colorado wartet ein wirklich filmreifes Wildwest-Highlight. Bent's Old Four. Früher der wichtigste Außenposten westlich des Missouri. Ein Treff für Händler, Soldaten und Trapper wie den legendären Kit Carson. Heute stellen kostümierte Bewohner im rekonstruierten Fort das Leben zur Zeit des Santa Fe Trails dar. Und man sieht, welche Auswahl der einzige Laden im Umkreis von 500 Meilen hatte. Manche der heutigen Bewohner von Bent's Old Fort haben sogar eine ganz besondere Beziehung zu den wirklich historischen Figuren. Kit Carson war mein Urgroßvater. Als der Biberfang nachließ, kam er hierher und arbeitete gut ein Jahr lang als Jäger für das Fort. Mit einigen anderen beschaffte er Fleisch. Heute hat das Fort eine Reihe von Darstellern, die sich im Stil der Zeit um 1840 kleiden und so agieren. Ich bin einer der Jäger, genau wie damals auch Kit. Gut 1500 Kilometer lang ist der Trail. Und auf der letzten Etappe durch die dürren Weiten am Rande der Rocky Mountains muss die Strecke den Pionieren unendlich lang erschienen sein. Nur Pronghorn-Antilopen, die typischen Bewohner der nordamerikanischen Steppe, finden hier noch ein Auskommen.
Las Vegas, New Mexico. Hier kamen die Händler zum ersten Mal in Kontakt mit der spanisch-mexikanischen Welt und ihrer ganz anderen Kultur. Die hübsche Plaza der Kleinstadt hat sich in 100 Jahren kaum verändert. Und auch die Bewohner sind ihrer mexikanischen Herkunft treu geblieben. Wenig später Einfahrt nach Santa Fe. Endlich am Ziel. Nach der staubigen Reise eine kultivierte Kolonialstadt, die mit ihren indianisch inspirierten Lehmhäusern bezaubert und bis heute ihr hispanisches Flair pflegt. Keine andere Stadt Amerikas kann mit solch einer stimmungsvollen Innenstadt aufwarten. Und mit viel Kunst. Denn die Stadt ist heute nach New York der wichtigste Umschlagplatz für moderne Kunst in Amerika. Die Pionierromantik des Santa Fe Trail zelebriert die Stadt alljährlich im Sommer beim Trappermarkt. Dann tauschen, ganz wie einst, Händler und Trapper Geschichten aus, bieten Bowie-Messer, Fransenjacken und alte Gewehre an und schwelgen in der Nostalgie des Wilden Westens.